Leute, die sich traditionell ernährt haben oder traditionell gelebt haben. Und hier, wenn sie dann quasi die ersten Schritte in die Zivilisation gegangen sind oder auch sich so ernährt haben. Es ist tatsächlich nicht nur die Ernährung, sondern es ist der gesamte Lebensstil, der künstlicher wurde. Da gibt es zahlreiche Studien, die belegen, wenn Menschen parodontal erkrankt sind, das ist wie eine offene Wunde im Mund. Da gibt es direkte Zusammenhänge auch mit der Herzinfarktentstehung und Schlaganfällen zum Beispiel. Auch Fehlgeburten stehen im direkten Zusammenhang mit Parodontalerkrankungen. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, wirklich was zu verändern, ist bei uns selbst zu beginnen. Das haben wir doch in der Hand. Durch meine Kaufentscheidung oder durch meine bewusste Wahl habe ich doch in der Hand, ob ich mich noch mehr Substanzen aussetze, die meinen Körper belasten und vielleicht das Fass dann wirklich zum Überlaufen bringen. Wer das einmal gehört hat, schon sehr bewusst lebt, sehr gesund lebt, der möchte natürlich auch nicht durch die Zahnpasta die Erfolge, die man durch eine gesündere Ernährung zum Beispiel herbeiführen kann, wiederum deaktivieren. Viele Menschen sich nicht bewusst darüber sind, dass Zahnpflegeprodukte als Kosmetika gelistet sind. Also die unterliegen anderen Zulassungswegen und auch Grenzwertbestimmungen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Dr. Karin Bender-Gonser. Und wir sprechen ja über das Thema Zahngesundheit, wie sich das auch so die letzten Jahrhunderte entwickelt hat, was Gründe dafür sind, dass die Zähne heute nicht mehr so gesund sind wie früher und welche Möglichkeiten es gibt, die Zähne besser zu pflegen und sich um die Zahngesundheit zu kümmern. Karin ist holistische Zahnärztin. Sie hat auch mehrere Bücher geschrieben zu der Thematik und hat auch schon viele eigene Zahnpflegeprodukte entwickelt. Und ja, Karin, schön, dass du heute hier bist. Wir kennen uns ja schon seit einiger Zeit. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr über dich und deine Tätigkeit, deine Schwerpunkte verraten, bevor wir dann gleich auf das spannende Thema zu sprechen kommen. Ja, Sören, vielen Dank für die Einladung. Es ist immer wieder eine Freude, mit dir zu sprechen. Danke also auch für diese Möglichkeit heute. Und für alle diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Zahnärztin seit 1992, habe lange in zahnärztlichen Praxen gearbeitet, auch unter anderem in der eigenen, habe mich dann aber durch eine schwerwiegende Erkrankung oder Diagnose dazu entschlossen, aus dem Praxisalltag auszuscheiden. Und habe nach meiner Heilung sozusagen begonnen, eher in beratender Funktion zu arbeiten. Also habe Bücher geschrieben, halte Seminare, kläre auf und kläre vor allem eben die Patienten auf und nicht die Ärzte. Also in erster Linie gilt meine Aufklärung eben dem Menschen wie du und ich, damit er oder sie in der Lage ist, auf natürliche Art und Weise die Zahngesundheit zu unterstützen. Und das ist so meine Vision. Und da helfen mir natürlich dann auch solche Gespräche mit dir, dass Menschen darauf aufmerksam werden, weil ich wirklich so die Hoffnung habe, dass wenn der Einzelne erkennt, wie viel Potenzial er selber hat, die Zahngesundheit zu unterstützen, positiv, dass dann einfach sich auch sehr, sehr viel ändern wird. Und damit es in der Praxis, also in der täglichen Praxis zu Hause jedem leichter fällt, habe ich dann auch irgendwann mich entschieden, entsprechende Produkte mitzuentwickeln mit Firmen, damit man eben auch zu Hause Dinge hat, die es einem leichter machen, diese Dinge dann auch umzusetzen im Alltag. Ja, lass uns doch direkt mal damit anfangen, mit der Frage, warum wir heute in unserer westlichen, fortschrittlichen, modernen Zivilisation deutlich mehr Zahnprobleme haben als die Naturvölker, die ja einen recht simplen, einfachen Lebensstil hatten. Ja, also da sind ganz, ganz viele Einflussfaktoren verantwortlich für. Also da gibt es zum Beispiel jemanden, der im letzten Jahrhundert sehr viel Vorarbeit geleistet hat. Ein Zahnarzt aus Amerika, der durch die Welt gereist ist im Grunde. Auch selbst finanziert, nicht für irgendeine Firma, sondern aus eigener Motivation heraus ist er mit seiner Frau durch die Welt gereist und vor allem zu Urvölkern und hat dort, zahnärztliche Abdrücke genommen, also hat Abdrucknamen vorgenommen, hat Modelle erstellt,
hat die Kiefer vermessen, hat Fotos gemacht und hat dann eben ja, diese Studien auch veröffentlicht und in Büchern auch veröffentlicht, die man heute noch bekommen kann. Es handelt sich hier um Dr. Weston Price. Und der hat zum allerersten Mal eigentlich so festgestellt, die Menschen, wenn die in ihrem ursprünglichen Habitat bleiben, also egal wo sie leben auf der Welt, es kann im Amazonas sein, es kann aber auch in Sibirien sein oder in Afrika oder ja, sonst wo, Grönland, völlig egal, wie ihre Ernährung tatsächlich aussieht, also in Form von, was ist das für eine Diät? Ist es jetzt mehr fischlastig? Ist es mehr fleischlastig? Ist es mehr vegetarisch? Also gerade so im asiatischen Bereich ist auch die Tendenz schon immer bei Urvölkern eher in die Richtung vegetarisch gewesen. Das macht nicht den Unterschied, sondern der Unterschied lag immer darin, wie ursprünglich die Nahrung war, die sie zu sich genommen haben, wie naturbelassen und nicht verändernd sie war. Und was sehr, sehr wichtig ist, man reduziert Dr. Weston Price sehr häufig nur auf die Ernährung, ja? Aber er hat sehr viel mehr in seinen Studien eigentlich auch gezeigt, nämlich die Veränderung des Habitats. Also wenn der Mensch aus seinem natürlichen Umfeld in ein künstliches Umfeld umsiedelt, sprich, man zieht sozusagen aus dem Busch, also ich bin ja auch sehr viel in Namibia tätig und da gibt es übrigens auch Untersuchungen bei manchen Ethnien, also bei den Himbas zum Beispiel wurden einige solche Untersuchungen durchgeführt und auch bei den Damaras. Da hat man eben auch festgestellt, wenn jetzt jemand aus dem, ja, bezogen auf Afrika zum Beispiel aus dem Busch, in die Stadt zieht, um Geld zu verdienen, ja, um an der Zivilisation zu partizipieren, um sich vermeintlich auch mal was leisten zu können und dann eben den Umzug in ein anderes Umfeld nötig wird. In dem Moment verändert sich das Umfeld dramatisch, das emotionale Umfeld, ja, aber auch das mentale und das körperliche Umfeld. Also wir sind ganz vielen anderen Dingen ausgesetzt. Wir sind auch anderen, also Stressfaktoren ausgesetzt. Das alles hat einen Einfluss auf die Zahn- und Kieferentwicklung. Das weiß man heute und da gibt es auch nachfolgend, gab es immer wieder Untersuchungen, wie gesagt, auch ne, regional in den unterschiedlichen Ländern wurde bei den Urvölkern ja auch immer wieder geforscht. Und das erkennt man, also sobald die Menschen in Kontakt mit der Zivilisation kommen, die für uns ja so völlig normal ist. Also wir hinterfragen ja das Leben in der Zivilisation überhaupt nicht. Aber wenn wir dann eben diesen krassen Wandel sehen von Naturumfeld, angefangen von der natürlichen Ernährung bis zu ja, dem natürlichen Habitat in Form von auch sozialen Strukturen, aber auch Umwelteinflüssen im Sinne von toxische Substanzen, ja, also was für Umweltfaktoren kommen auf uns zu, wenn wir in einer eher künstlicheren Umgebung leben? Ja, angefangen von zum Beispiel das, was wir alle hier nutzen, WLAN, ja, oder ja, Handystrahlung, sowas gibt es dann im Busch eben seltener. Das sind alles Dinge, die auf so einen Körper einwirken und unter anderem auch Stress auslösen. Und Stress ist ein ganz wichtiger Faktor, um zu verstehen, wie Krankheiten auch entstehen. Wenn der Körper in Stresssituation ist, dann schaltet der im übertragenen Sinne, bildlich gesprochen, den Schalter für die Regeneration aus. Also wir regenerieren auch in der Mundhöhle nur, wenn wir im Entspannungsmodus sind. Und die Urvölker haben mal den Ratio von 80-20 gehabt, also 80% im Entspannungsmodus und 20% im Stressmodus. Also soll nicht nur im Entspannungsmodus sein. Ein bisschen Stressmodus ist schon auch wichtig, dass wir uns weiterentwickeln und entfalten können. Aber Ruhemodus oder Entspannungsmodus bedeutet nicht, dass wir nur auf dem Meditationskissen sitzen und atmen, sondern dass wir in einer entspannten Haltung sind, dass wir uns wohlfühlen, dass wir ja in einem Umfeld sind, das uns gut tut. Kann auch das familiäre Umfeld sein, ja, oder die Community, die einem Sicherheit gibt, die einen sich wohlfühlen lässt. Das sind alles Faktoren,
die letztendlich ja, dazu führen können, dass wir heute wenn wir jetzt wieder auf mein Thema zurückkommen, zum Beispiel Zahnprobleme als völlig normal ansehen. Also ich glaube, die wenigsten Menschen denken, dass eine Karies was ganz Unnormales ist. Die sagen, ja, das ist doch normal, das kriegt man doch, das hat doch jeder, jeder hat irgendwie ein oder zwei Füllungen mal mindestens im Mund oder noch viel mehr. Darüber denkt man nicht mehr nach, weil es schon so normal geworden ist, aber es ist in der Tat nicht normal, ja. Und da dürfen wir wieder hingucken, wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir Menschen zum Beispiel unterstützen wollen, selbst verantwortlich Dinge zu verändern im eigenen Leben. Und wenn es nur dieses Bewusstsein ist, okay, ab heute entscheide ich mich dazu, mehr Entspannungsmodus zu aktivieren, also mehr Wohlfühlmomente zu aktivieren. Und Wohlfühlmomente müssen nicht immer mit Urlaub oder Freizeit verbunden sein, sondern die kann man auch integrieren in den Alltag. Und ich bin ja auch vierfache Mutter und ich habe dann immer geguckt, wo kann ich Wohlfühlmomente einbinden in einen, also Mutteralltag und Arbeitsalltag. Und zum Beispiel solche Momente wie man bastelt mit den Kindern, man kocht mit den Kindern, man hat schöne Momente. Das ist auch schon ein Entspannungsmodus, ja, der für einen selbst, aber auch dann zum Beispiel für die Kinder einen Entspannungsmodus darstellt. Und das Umfeld bietet, dass zum Beispiel deren Zähne auch gesünder werden können. Also ist jetzt ein Faktor, ist jetzt nicht, ja, ich sage jetzt nicht, ja, ihr müsst einen Wohlfühlmoment implementieren und dann werden eure Zähne gesund. Also nicht, dass man das falsch versteht hier, aber dass wir bewusster werden. So, was können wir denn in der Tat verändern in unserem eigenen Leben? Und wir sind nicht die Opfer der Zahnbeschwerden, ja, die wir selber nicht lösen können, sondern die nur der Zahnarzt verändern kann. Und wenn wir diesen Blick, diese Perspektive etwas verändern, dann kommen wir ja auch schon automatisch aus einem, ja, Stressmodus raus, der so heißt, so, okay, ich kann ja gar nichts machen, das habe ich geerbt. Bei mir in der Familie ist es das so, dass alle schlechte Zähne haben, also was soll ich denn machen? Und jetzt muss ich wieder zum Zahnarzt und dann habe ich Angst vor dem Zahnarzt und das tut wieder weh. Also das sind diese Stressmomente, die man tatsächlich etwas verändern kann und unterstützen kann, dass sich ja die Zahngesundheit langfristig verbessern kann. Ja, da braucht es dann noch mehr Aspekte, aber nur um mal schon mal so eine Einleitung zu haben, um zu zeigen, hey, es kann auch mit so einfachen Dingen, können wir was verändern. Und da bin ich extrem dankbar für diese Studien, die Dr. Weston Price gemacht hat, dass man darüber einfach in der Lage war zu sehen, okay, es ist womöglich unser Lebensalltag, der einen sehr hohen Einfluss darauf hat, wie gesund wir sind. Um das Ganze nochmal zu verdeutlichen, würde ich mir noch ein paar Bilder teilen. Dann kannst du auch noch ganz kurz was dazu sagen. Ich denke, dann ist es gut vorstellbar. Das ist der nette Herr. Ja, Du siehst genau. es, Bild, oder? Ja. Ja, ich sehe es, genau. Genau. Und hier sieht man zum Beispiel schon ja vorher, also Leute, die sich traditionell ernährt haben oder traditionell gelebt haben. Und hier. Wenn es dann, hier steht Polynesien, wenn sie dann quasi die ersten Schritte in die Zivilisation gegangen sind oder auch sich so ernährt haben, kann man das so einfach zusammenfassen? Ja, kann man so sagen, ne? Also es ist tatsächlich nicht nur die Ernährung, Ja. sondern es ist der gesamte Lebensstil, der künstlicher wurde. Und wenn Ja. wir über die Ernährung sprechen, ist es so, also ich kann halt aus Namibia viel erzählen, weil ich da eben auch einige Projekte habe. Und da ist es tatsächlich so, es war so in den 60er Jahren, 60er, 70er Jahren gab es Kampagnen, zum Beispiel im nördlichen Bereich von Namibia, wo nach wie vor ganz viele Menschen sehr, sag mal, zurückgezogen leben, entfernt von größeren städtischen Communities. Und da sind dann in den 60er, 70er Jahren Busse hingekommen, die haben dann kostenlos zum Beispiel 1 Kilo Säcke weißen Zucker und Mehl verteilt an die Menschen, die dort noch traditionell angebaut haben. Und die haben das so empfunden, als ob jetzt endlich die Zivilisation auch zu ihnen in die entlegensten Gebiete kam. Und die waren dankbar dafür. Also es, ne, es ist ja immer, wie wird es präsentiert? Und die haben sich sehr gefreut. Und
Da hat man eben dann auch festgestellt, ab dem Zeitpunkt hat sich dramatisch etwas verändert und die Kariesprävalenz ist einfach angestiegen. Also es gab einfach viel mehr Menschen mit Karies. Und genau, also das sind jetzt zum Beispiel so ein paar Dinge, also künstliche Nahrungsmittel, also degenerierte Nahrungsmittel, wo eben auch Nährstoffe extrahiert wurden, also so Weißmehl, da ist ja wirklich nichts mehr an Nährstoff enthalten. Aber klar, für die galt dann, oh, wir werden erleichtert. Also wir müssen jetzt nicht mehr das Korn dreschen oder, also die haben da solche Holz, Bottiche und mit so einem Holz. Schlegel wird dann immer das Korn zerschlagen und das ist eine wahnsinnige Arbeit. Das machen die auch mit Marula-Nüssen zum Beispiel, um sich Öl zu extrahieren. Also das ist halt sehr schwere körperliche Arbeit und in dem Moment, wo ihnen das fertige Produkt geliefert wurde, dachten die auch, hey, das erleichtert mir das Leben, wie wundervoll und haben sich sehr gefreut. Aber danach sind dann eben auch über die Jahre hinweg auch Krankheiten in diesen Gebieten verzeichnet worden, die über die Zahnerkrankung hinausgingen. Also so klassische Zivilisationserkrankungen, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Bluthochdruck, all diese Dinge sind jetzt auf einmal dort auch Und eher vorhanden. Also das hängt ja auch alles mit der Zahngesundheit zusammen, allein schon Mikrobiom ja, und so weiter und so klar. fort. Also zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen hängen sehr stark mit der Gesundheit unseres Zahnfleisches zusammen. Also da gibt es zahlreiche Studien, die belegen, wenn Menschen parodontal erkrankt sind, ja, also das ist wie eine offene Wunde im Mund, ja, wenn wir Zahnfleischtaschen haben und wenn wir diese Flächen mal zusammenrechnen würden, das hat mal ein Professor gemacht, wenn wir an jedem Zahn eine Zahnfleischtasche haben, die blutet, haben wir in der Summe eine Fläche wie der Hand, also der im Handteller innen, ne, diese Fläche, so groß ist eine offene Wunde. Und über diese offene Wunde können alle Toxine, aber auch alle Bakterien sozusagen in unser Blutsystem gelangen. Und da gibt es direkte Zusammenhänge auch mit der Herzinfarkt-Entstehung und Schlaganfällen zum Beispiel, auch Fehlgeburten stehen im direkten Zusammenhang mit Parodontalerkrankungen. Also nur um hier mal so eine Idee zu geben, wie wichtig tatsächlich die Gesundheit im Mund ist, also nicht nur der Zähne, sondern eben auch des Zahnfleisches und des Zahnhalteapparates, weil der in direkter Verbindung letztlich auch zu unserem Blutsystem steht. Ja. Und nochmal hier links, ich muss sagen, die Zähne sehen wirklich sehr, also sehr kräftig aus und sehr ästhetisch und auch die Kiefer, die ja, also da ist richtig viel so die Kraft zu sehen. Ja, das sieht man, ne? Auf der anderen Seite sieht man auch diese eingefallenen Wangen. Das kommt, also da bricht praktisch, also wir sagen auch, da brechen auch teilweise Stützzonen im Kaubereich ein. Also das sieht man dann auch in der Physiognomie, also im Gesicht sieht man das ja deutlich. Und das hat natürlich wiederum auch Auswirkungen. Ja, wenn wir den Mensch ganzheitlich betrachten, ist ja alles mit allem verbunden. Und auch unsere Gesichtsmuskulatur ist ja. Oder die Faszien dieser Gesichtsmuskulatur sind ja auch verbunden mit den Muskeln und Faszien, die dann weitergeleitet werden, also über den Nacken, in den Rückenbereich, Schulterbereich. Also wir können bis hin zum Beckenschiefstand eben Veränderungen erkennen, wenn im Mundraum etwas nicht mehr stabil ist. Und das finde ich ist wichtig, dass wir das einfach mal ja, realisieren. Um dann bereit zu sein, mehr für die Zahngesundheit auch zu tun. Also bereit zu sein, Veränderungen auch zu akzeptieren, die man natürlich nur selber initiieren kann. Nur wenn ich selbst bereit bin, in meinem Alltag Dinge vielleicht ein bisschen zu verändern, anzupassen, dann kann ich langfristig auch etwas verändern. Wir werden natürlich nicht mehr zu diesen Bildern auf der linken Seite zurückkehren, weil wir einfach schon ja, sehr, Degeneriert sind. sehr Also. degeneriert sind. Also Weston Price hat ja festgestellt, dass es hier nicht nur um die Zahngesundheit geht, sondern auch um die Kiefergesundheit. Also um eben diese schöne Zahnstellung zu haben, wie auf der linken Seite, das eben auch so kraftvoll aussieht, ne? Da sieht man regelrecht
Die Ja, Energie und die Lebensfreude auch. genau. Und dazu muss der Kiefer auch ja, stabil und ausgewachsen sein. Und das wird auch beeinflusst durch die Lebensumstände. Also leben wir in einem ja, künstlichen Umfeld oder künstlicheren Umfeld, ja, oder in einem mehr natürlichen Umfeld. Okay, und das hat er, das Gleiche hat er auch noch. Warte mal, so. In vielen anderen Bereichen, wie du schon gesagt hast. Oh, ist immer noch der gleiche. Ein Moment, gerade ein paar Probleme mit der Technik. So, jetzt. Ja, das war quasi immer deckungsgleich. Also, egal wo er war, wo er es untersucht hat, auf Ja. welchem Kontinent oder in welcher Region war es so, wenn die Leute sich ursprünglich ernährt haben und ursprünglich gelebt haben, dann war es Ja. in der Regel, sah das so aus. Und wenn sie davon abgewichen sind, dann spätestens nach einigen Generationen, wahrscheinlich ist es dann auch von Generation zu Generation immer schlechter geworden, kann ich mir vorstellen, Ja, klar. dann, ja, dann sah es halt nicht mehr so ursprünglich und natürlich aus, auch im Mund-Kiefer-Bereich. Genau. Und wir stellen halt auch fest, ne, also es gibt immer mehr Engstände. Ne? Also viele Zähne, die schief stehen, das resultiert ja aus einem Engstand. Und letztendlich, wenn wir jetzt mal links und rechts immer betrachten, egal wo auf der Welt, ne, also das ist ja das Geniale, dass der Weston Price durch die ganze Welt gereist ist und gezeigt hat, es hat nichts damit zu tun, ob das jetzt in also sogenannten Dritte Weltländern stattgefunden hat, so, sogar in der Schweiz, ja in einem unserer Nachbarländer, ja, da kann man das finden, wenn du auf Almen gehst, wo die Leute wirklich noch ja abgeschnitten von der Zivilisation gelebt haben, da konnte man das auch beobachten. Und der Engstand kommt ja dadurch zustande, dass der Kiefer schmaler wird, also eingedrückt wird. Ne? Also kann man sich so bildlich vorstellen, da kommt von außen dieser Druck auf die Kiefer, der sie schmaler macht, enger macht und dann verschieben sich die Zähne eben. Und das haben wir in der heutigen Zeit sehr viel. Also es gibt, glaube ich, kaum jemanden, der keine kieferorthopädische Behandlung hatte oder ja. Kaum Eltern, die sagen, so, mein Kind braucht keine ja, kieferorthopädische Therapie. Und das kommt einfach aus meiner Wahrnehmung. Also ich arbeite ja auch mit etwas, was sich die Sprache der Zähne nennt, so ein Analyseverfahren. Und wenn man sich überlegt, dass der Druck von außen immer größer wurde, ja, also dieser Druck in unserem Leben, der Druck in dieser künstlichen Gesellschaft, das ist letztendlich übersetzt der Stress. Ja, es ist nichts anderes als der Stress, der sich bildlich auf der körperlichen Ebene natürlich durch Druck von außen dargestellt hat und letztlich auch einen Einfluss auf die Kieferform hat. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe. Letztendlich können wir es eigentlich bei allem reduzieren, diesen Stressfaktor. Und Stress wird auch ausgelöst, wenn wir dem Körper Nährstoffmangel, also wenn wir den Körper in Nährstoffmangelsituationen bringen. Das bringen wir mit künstlich veränderten Nahrungsmitteln, ja, mit industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln, die vielleicht noch so aussehen wie das ursprüngliche Gericht, aber eigentlich nur noch mit künstlichen Zutaten gemischt wurde und dann vielleicht noch in Formen gepresst, dass es aussieht wie ein, was weiß ich, Hähnchenschenkel, aber es ist eigentlich nur irgendeine Mampe-Pampe, die zusammengepresst wurde. Das macht auch Stress für den Körper, weil der Körper erkennt es nicht. Der Körper hat die Enzyme teilweise gar nicht, diese Dinge, die da angebracht werden oder angeboten werden, überhaupt zu verstoffwechseln. Aber auch was noch mitkommt, ist diese teilweise auch, sagen wir mal, Toxine, ja, die wir dem Körper anbieten, angefangen von auch unserer Landwirtschaft, die Pestizide verwendet, die vielleicht vor 100, 150 Jahren nicht verwendet wurden. Das kennt unser Körper nicht. Das ist alles Stress, ja, das ist ein Angriff und der Körper muss damit irgendwie handeln. Das heißt, Stress ist nicht immer nur, wenn wir auch völlig gestresst sind durch zu viel Arbeit oder Stress in den Beziehungen, sondern Stress ist auch, wenn wir uns ungesund ernähren, ja, und das ist letztlich wirklich der gemeinsame Nenner, der
der gefunden werden kann. Ne? Also Stress, also immer wieder im Hinterkopf behalten, diese 80-20, also Stress möglichst nur 20% im Leben und 80% wieder im Wohlfühl- oder Entspannungsmodus. Und dann kann der Körper reparieren, regenerieren auf Zellebene, aber auch im Mund ist unser Speichel, der ein geniales Reparaturmedium ist, in der Lage, auch Angriffe von außen abzufangen. Ja? Also der kann Säuren abpuffern, der kann remineralisieren, der kann so vieles, aber der kann es eben nicht, wenn der, weil wir im Stressmodus sind, diese Reparaturkapazität ausgeschaltet hat. Ja? Dann können wir nicht erwarten, dass unser Körper Reparatur übernimmt. Ja, also ich denke, das war sehr, sehr verständlich und die Bilder haben mir auch eindrücklich gezeigt, wie sich die Veränderung der Lebensgewohnheiten oder auch der Umwelt dann auf unsere Zahngesundheit auswirken. Was würdest du sagen, was sind so die größten Denkfehler der so modernen Zahnmedizin? Weil ich habe so das Gefühl, man erforscht da immer kleinere, weitere Details und man ist aber manchmal auf einem völlig falschen Weg. Und dann kann ich nicht auf den richtigen Weg kommen, wenn ich in die falsche Richtung laufe. Ja, also ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, die Zahnmedizin ist ein Ressort, das sich sozusagen vorgenommen hat zu reparieren. Also ich bin ja auch Zahnärztin, ich habe ja dieses Studium durchlaufen und ich habe auch eben als Zahnärztin lange gearbeitet. Und da hatte ich auch dieses Mindset tatsächlich so, ich habe die Expertise, ich bin in der Lage, das, was kaputt ist, auch wieder zu reparieren und zu stabilisieren, was ja auch in der Tat so ist. Also das ist ja auch immer noch so. Dadurch, dass wir so degeneriert sind, braucht es ja auch Reparaturarbeiten von außen, damit wir zum Beispiel ein Kausystem wieder stabilisieren. Ja, also es ist ja nicht die Lösung zu sagen, ich lasse mir die Zähne ziehen und ersetze das nicht, weil dann habe ich wiederum Probleme mit der Muskulatur, Beckenschiefstand und so weiter. Also es ist schon wichtig, dass wir das wieder stabilisieren und für dieses Ressort sind die Zahnärzte zuständig. Der Blick wird natürlich auch immer kleiner, kleiner, kleiner aufs Detail und der Blick auf das große Ganze wird durch diese Tätigkeit nicht unbedingt unterstützt. Ja, also ich glaube auch nicht, dass wir das erwarten dürfen von der Zahnheilkunde. Also das ist eben auch, was erwarte ich als Mensch? Bin ich das Opfer meiner Zahnerkrankungen, dann bin ich abhängig vom Experten, der mir das wieder in Ordnung bringt. Ne, diese Haltung haben wir ja sehr häufig. So, ja, ich kann ja nichts dafür, das liegt an den Genen und ich kann nicht aufhören auf Zucker oder kann ich auf Zucker verzichten. Und man ist in so einem Abhängigkeitsverhältnis. Das ist aber auch ein ungesundes Verhältnis. Das hat nichts mit Selbstverantwortung zu tun. Das heißt, meine Vision ist eher, dass wir die Zahnärzte eher so als die Dienstleister für die Reparatur anerkennen und darin also sie auch wertschätzen. Aber der Rest ist eigentlich unsere Verantwortung. Also, dass wir verstehen, okay, für die Heilung, ja, im besten Falle, also man kann, und das ist nachweislich auch in Studien belegt, man kann beginnende kariöse Läsionen wieder also remineralisieren. Man kann die heilen in einem bestimmten Stadium. Ja? Natürlich nicht, wenn wir eine Ruine im Mund haben, da geht es nicht mehr. Aber wenn wir bewusst sind, wenn wir uns beobachten, dann erkennen wir sowas auch frühzeitig. Und in dieser Situation wäre es möglich zu reparieren, wenn bestimmte Umstände da sind. Aber die bestimme ich als Mensch und nicht der Zahnarzt. Ja, also das ist mir wichtig, dass wir wirklich davon wegkommen. Natürlich gibt es auch, sag mal, Dinge in der Zahnheilkunde, wo ich auch sage, okay, übertherapiert oder ja, also könnte man vielleicht anders regeln. Aber ich habe eher, also ich finde es einen sehr viel heilvolleren Ansatz, anstatt wir uns darauf fokussieren, was läuft alles schlecht in der Zahnheilkunde oder im System.
dass wir immer mehr Verantwortung und auch Macht übernehmen wieder, zurückholen zu uns selber. So, was kann ich denn dann machen? Wenn die offensichtlich mir das nicht geben können, was ich eigentlich möchte, dann muss ich schauen, was kann ich mir selber geben? Im Sinne von, was kann ich bei meiner Ernährung verändern? Was kann ich bei meiner Zahnpflege verändern? Was kann ich in meinem Lebensalltag verändern? Also wieder, ne, Stress. Wie kann ich Wohlfühlmomente implementieren, ohne mich zu stressen und zu sagen, oh, ich muss jetzt wieder Zeit haben, um mir Ruhepausen zu gönnen? Das nicht, sondern wirklich praxisnah für den Alltag zu erkennen, ich habe so viel mehr in der eigenen Hand, als ich dachte. Und dann kommen wir nämlich von diesem Abhängigkeitsdenken weg, von diesem, ja, ich brauche ja den Zahnarzt, weil vielleicht brauche ich den ja dann viel weniger, weil ich vorher schon etwas bei mir verändere, anpasse und dadurch vielleicht die Reparaturen beim Zahnarzt erst gar nicht mehr so nötig sind. Das ist doch eigentlich ein viel schöneres Bild, finde ich. Ein viel entspannteres Bild, also viel weniger Stress ist in so einem Bild, als wenn wir darauf gucken, so welche falschen Materialien werden vielleicht verwendet oder welche toxischen Substanzen kommen in meinen Mund, wenn wir jetzt über Amalgam zum Beispiel sprechen. Ja, also wie kann man natürlich sagen, okay, die Zahnärzte bauen das in meinen Mund ein. Aber letztendlich kann ich mich ja auch, und das sage ich immer sehr gerne, auch meinen Klienten, Wissen ist Macht. Also wie viel Wissen kann ich mir aneignen, dass ich zum Beispiel auf Augenhöhe dann auch mit dem Zahnarzt kommunizieren kann und sagen kann, also dieses Füllungsmaterial fühlt sich für mich nicht so gut an. Was gibt es denn für Alternativen? Können wir da mal drüber reden? Also dass man eben auch selbstbewusst als Patient in diese Gespräche mit dem Zahnarzt geht. Und ich bin mir sehr sicher, wenn wir so eine Haltung einnehmen, nicht eine angreifende Haltung, sondern wirklich eine Haltung, in der wir genau wissen, was wir wollen, aber ja, offen für Kommunikation sind, dann wird in der Regel, sage ich mal, Zahnärzte sind ja auch keine Unmenschen, auch der Zahnarzt in der Regel dazu bereit sein, in ein Gespräch zu gehen und zu sagen, ah, ja, wissen Sie was, sowas habe ich eigentlich noch nie mir überlegt, aber ich kann mich informieren und also so könnte ja zum Beispiel ein Gespräch aussehen. Oder er sagt tatsächlich, ja, klar, haben wir auch, können wir das und das Ihnen anbieten. Also da mehr in diese Richtung uns auszurichten, das wäre so mein Wunsch für die Zukunft. Und wenn man in so einer Diskussion ist und der Zahnarzt dann sich nicht wirklich darauf einlässt oder das ins Reich der Fabeln verweist, dann sollte man sich eher einen anderen Zahnarzt suchen, oder? Unbedingt. Also das hat ja auch wieder was mit Selbstverantwortung zu tun, so und mit der eigenen Haltung. Also dann zu sagen, ja, ich kann ja nichts machen, jetzt macht er einfach, obwohl ich das ganz doof finde. Also da muss man dann einfach sagen, okay, da sollte man nochmal schauen, dass man wirklich mit einer wirklich selbstbewussten Haltung in solche Sitzungen reingeht und es sich selbst wert ist, gut für sich selbst zu sorgen. Ja, also wenn ich die Sorge dem anderen übergebe, dann ja, bin ich mir gegenüber ja auch nicht wirklich in dem Sinne wertschätzend, sondern ich gebe die Verantwortung ab nach außen. Und das ist das, was ich eben auch mit meinen Büchern bezwecke und mit meinen Kursen, dass die Menschen wirklich in diese Haltung kommen, selbstbewusst zu werden und eben auch zu sagen, okay, auch wenn ich nicht weiß, was mich gerade stört an der Lösung, die der Zahnarzt mir zum Beispiel präsentiert, ich weiß es noch nicht, aber ich fühle, dass es sich nicht gut für mich anfühlt, dann den Mut zu haben, zu sagen, wissen Sie was? Ich glaube, ich muss noch mal eine Nacht drüber schlafen. Da ist auch kein Zahnarzt böse drum, ja. Und vielleicht schläft man drüber und merkt, okay, vielleicht ist auch nicht der Zahnarzt der richtige Ansprechpartner für mich und sucht sich vielleicht jemand anderen. Ist auch eine Lösung, dass man sagt, ich will mir noch mal eine Zweitmeinung einholen. Und vielleicht findet man ja dann den Zahnarzt seiner Träume. Ja? Die gibt es nämlich auch. Manchmal muss man halt ein bisschen suchen. Und da muss man halt aus seiner eigenen Komfortzone rauskommen. Also alles, was wir verändern wollen im Leben, sei es die Ernährung, sei es die Zahnpflege, sei es eben mehr Entspannung ins Leben zu integrieren, aber auch sei es, um Grenzen zu wahren, für sich selbst einzustehen. Das bedeutet, wir müssen aktiv werden. Wir müssen aus unserer
Komfortzone rausgehen. Wir müssen uns trauen, etwas zu verändern, auch wenn sich das vielleicht erstmal blöd anfühlt, wenn es zusätzliche Arbeit macht. Aber am Ende geht es ja um uns selber. Am Ende geht es darum, wie gut sorge ich für mich selber, ja? Und wenn ich ein komisches Gefühl habe, bin ich da achtsam mit mir? Gehe ich darauf ein? Bei unseren Kindern gehen wir immer darauf ein, wenn die sagen, nee, das fühlt sich nicht gut an. Aber bei uns selber sind wir oft sehr nachlässig, ja? Und das dürfen wir wieder reaktivieren, also diese Selbstfürsorge für uns selber. Können wir auch später noch drüber sprechen? Ein Bereich der Selbstfürsorge ist ja auch eine gute Zahn. Pflege und da hast du ja auch einiges schon entwickelt. Lass uns vorher noch kurz drüber sprechen, was so die Schwachstellen der konventionellen Zahnpflege sind. Da sind ja auch häufig Substanzen drin, wie zum Beispiel Fluoride oder Triclosan, die ja auch eine Antibiotika-ähnliche Wirkung haben. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Ja, also da kann ich bestimmt eine ganze Menge zu erzählen, Kurz und weil es knapp. da auch ganz viel zu erzählen gibt. Also fangen wir erstmal damit an, dass viele Menschen sich nicht bewusst darüber sind, dass Zahnpflegeprodukte als Kosmetika gelistet sind. Also die unterliegen anderen Zulassungswegen. Und auch Grenzwertbestimmungen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Arzneimittel oder ein Lebensmittel bewertet wird, da guckt man, also Bio-Lebensmittel, ne, die haben eine ganz andere ganz Zulassungsbestimmungen, Voraussetzungen. engere Zulassungsbestimmungen, genau, als Kosmetika. Ja? Und Kosmetika, die aber in den Mund gegeben werden, sind nochmal anders als Kosmetika, die wir auf die Haut schmieren. Und wir wissen ja auch, dass bestimmte Substanzen, die wir auf die Haut schmieren, tatsächlich auch aufgenommen werden vom Körper. Deshalb gibt es ja auch zum Beispiel Hormoncremes, ja, die Menschen sich auftragen und die Hormone kommen auch in den Körper. Da muss man nicht unbedingt die Hormontablette einnehmen, ja. Also, weil da gibt es auch immer wieder Widersprüche. Nein, das ist ja Schutzbarriere und das kommt nicht in meinen Körper. Doch, es gibt schon bestimmte Substanzen, die können über die Haut aufgenommen werden. Und in der Schleimhaut ist es nochmal ein Zacken schärfer. Also die Schleimhaut kann noch viel mehr Substanzen aufnehmen und vielleicht. Das ist immer so ein schönes Beispiel, was ich gerne anbringe. Notärzte verwenden ein Spray, der zum Beispiel bei Herzinfarktpatienten genutzt wird, den sie unter die Zunge sprühen. Oder auch Herzpatienten tragen diesen Spray auch immer in ihrer Tasche mit dabei und wissen selber, wenn ich die und die Symptome habe, dann sprühe ich mir mal 3 Hübe unter die Zunge und dann wirkt es sofort, weil unter der Zunge können bestimmte Substanzen. Also das ist der zweitschnellste Weg, wie wir bestimmte Substanzen ins Blut bekommen, also nach der Infusion direkt. Ja. Also das ist schneller, als wenn wir eine Tablette schlucken würden. Und das müssen wir immer auch im Hinterkopf behalten, wenn wir Dinge in unseren Mund geben. Dass es unter Umständen manche Substanzen gibt, die eben auf der Unterzungenschleimhaut direkt in unser Blut gelangen. Und dann müssen wir schauen, so was ist denn in diesen Zahnpasten drin, die als Kosmetika gelistet sind oder zugelassen sind. Und da gibt es Schaumbildner zum Beispiel, damit die Zahnpasta schön schäumt und man das Gefühl hat, so, ne, es wird sauber. Also viele Menschen haben Probleme mit Zahnpulvern, weil sie sagen, naja, das macht doch nicht so sauber, weil ihnen dieses Schäumende fehlt. Schäumende hat schon einen gewissen Effekt. Die Frage ist nur, womit erzeugen wir diesen Schaum? Mit welchen Substanzen erzeugen wir den Schaum? Und da gibt es durchaus Substanzen in Zahncremes, wird sehr häufig verwendet und in manchen Zahncremes sogar in einer extrem hohen Konzentration. Das zum Beispiel Natriumlaurylsulfat oder im englischsprachigen Raum ist es das Sodiumlaurylsulfat, das die Mundschleimhaut dünn, also durchlässiger macht. Also die zwischen den
zwischen den Zellen gibt es so eine Kittsubstanz und die wird aufgelöst durch ein Natriumlaurylsulfat. Das heißt, ja, es können auch andere Moleküle, die größer sind zum Beispiel, sind durchgängig in der Mundschleimhaut. Und das ist natürlich nicht so prickelnd, wenn man das mal hört. Ja, und es gibt auch Menschen, die auf eine bestimmte Zahnpasta, ich will jetzt hier nicht den Namen nennen, aber die ist in so einer roten Metalltube mit einer weißen Aufschrift und viele kennen die, die zum Beispiel fluoridfreie Zahnpasten suchen. Diese hat einen extrem hohen, eine hohe Konzentration an Natriumlaurylsulfat und von der soll man auch nur einen kleinen Tropfen nehmen. Und da haben viele Menschen die Erfahrung gemacht, dass sie nach der Anwendung oder Umstellung viele Aften entwickelt haben oder ein wundes Zahnfleisch hatten. Und das rührt von diesem Natriumlaurylsulfat in der Regel her. Ja? Also das sind zum Beispiel Dinge, die sollte man unbedingt im Hinterkopf behalten, wenn man Zahnpasta kauft. Dann gibt es natürlich, ne, antibakteriell wirksame Substanzen. Und da gibt es eine ganze Range an verschiedenen, an natürlicheren, aber auch an künstlicheren. Und das Triclosan ist zum Beispiel eines. Wird auch in Kosmetik, also Gesichtskosmetik verwendet, das ja fast schon, sag ich mal, ist kein Antibiotikum, aber hat schon fast so eine antibiotische Wirkung. Und wir spucken ja die Zahnpasta dann auch ins Waschbecken aus, ja. Und darüber gelangt es in unser Grundwasser. Kläranlagen können heute nicht mehr alle Medikamentenreste sozusagen klären, sodass eben auch immer mehr Medikamentenreste in unser Trinkwasser wieder zurückkehren. Die Pille ist zum Beispiel ein Beispiel, ne? Deshalb gibt es auch immer mehr Männer mit Brustkrebs. Also auch da hat man schon gesehen, zu viel Triclosan zum Beispiel in fischhaltigen Gewässern führt zum Fischtod. Wenn wir zu viel Triclosan aufnehmen, kann es unter anderem auch unsere Anfälligkeit zum Beispiel für multiresistente Keime erhöhen. Ja, also wir hören immer, wir gehen in die Krankenhäuser und ja, denn da ist schon wieder jemand, der hat sich mit multiresistenten Keimen angesteckt. Das kommt ja nicht aus dem Nichts, ja, nicht weil die Krankenhäuser so voller böser Keime sind. Wir müssen ja immer auch betrachten, wir haben doch in unserem Körper alles da, was uns auch vor bestimmten Keimen schützen kann. Aber wenn wir diese Schutzfunktionen immer wieder torpedieren, dann ja, dann ist unser Körper eben auch nicht in der Lage, uns vor, ja, vielen Dingen im Außen mehr zu schützen. Also da fängt es dann eben auch an. So, was füge ich denn jeden Tag zu? Und beim Zähneputzen ist es ja wirklich mindestens morgens und abends. Also das ist eine Dauermedikation letztendlich, was wir uns da antun. Dann gibt es halt so Sachen wie Titandioxid, ist in ganz vielen Zahnpasten, die weiß sind, auch enthalten. Auch in Zahnpflegekaugummis kann man immer mal gucken. Das steht im direkten Zusammenhang mit Krebsentstehung. Also auch da dürfen wir fragen, warum brauchen wir das denn? Gibt es denn da nicht natürlichere Varianten? Ja, also das nur mal, um so ein paar Eckdaten zu nennen. Wir können da noch viel, viel mehr reingehen. Also ja, antibakterielle Substanzen wie zum Beispiel auch Chlorhexidin ist auch in manchen Mundspüllösungen und Zahnpasten auch enthalten. Hat auch eine ganze Menge an Nebenwirkungen, hemmt zum Beispiel die Odontoblasten und die Fibroblasten. Also wenn ich das jetzt jeden Tag in meinen Mund gebe, das sind genau die Zellen, die ich brauche, um zu reparieren an Zahnfleisch und auch am Zahn. Also will ich das denn? Will ich mein System inaktivieren, stressen? Oder will ich mein System möglichst in seiner Funktion unterstützen? Mit natürlichen Substanzen. Und das ist eben der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich sehe halt nicht sehr viel im Außen, wo das gegeben ist und habe mich dann auf den Weg gemacht zu sagen, okay, es muss etwas entwickelt werden. Wenn es das nicht gibt, dann entwickle ich es halt mit entsprechenden Firmen. Und genau, also ja, man kann es doch weiter ausdehnen. Also man kann, Konservierungsmittel ist zum Beispiel auch so eine Sache. Parabene sind auch in Zahnpasten sehr häufig enthalten. Also das ist eine Sache, da könnte man ein eigenes Video zu machen, aber nur um mal so eine Idee zu geben. Ja, und dann, was auch noch wichtig zu verstehen ist,
In Zahnpasten sind auch viele Füllstoffe enthalten. Ja? Hm. Also, nicht alles, was in der Zahnpasta enthalten ist, ist auch mengenmäßig in einer verfügbar, in einer Konzentration verfügbar, wo wir auch wirklich einen Effekt hätten. Also auch da wird der Konsument manchmal so ein bisschen auch in die Irre geführt. Ja? Also da ist halt viel Füllstoff drin, das sieht nach viel Pasta aus, aber eigentlich ist der Wirkstoff, der ja auf der Tube steht, wo man denkt, so, wow, cool, habe ich gehört, ist ganz toll. Gerade so im Bio-Zahnpasta-Bereich gibt es das auch, wo man dann denkt, so super, da ist ja jetzt zum Beispiel Xylit drin, habe ich gehört, ist super gut. Aber die Frage ist immer, weil sie es nicht hinten angeben müssen, wie viel Prozent ist denn überhaupt drin? Ist es denn überhaupt wirksam? Ja, und da eben wirksame Zahnpflegeprodukte dem Menschen an die Hand zu geben, ist für mich wirklich so eine Lebensvision, wirklich den Menschen in die Lage zu setzen mit seinem Bewusstsein, also Wissen ist Macht, aber auch dann mit Dingen, die er im Alltag ganz leicht implementieren kann, um eine Veränderung herbeizuführen, ja, damit es ihm leicht gemacht wird, die Veränderung auch tatsächlich herbeizuführen. Also zusammenfassend könnte man sagen, in den allermeisten konventionellen Zahnpflegeprodukten sind nicht nur eine Substanz drin, sondern häufig viele Substanzen, wo es ja dann auch so Synergieeffekte gibt, die ein bewusster, selbstliebender Mensch sich nicht unbedingt selbst zuführen möchte. Und Ja. gerade, du hast ja gesagt, die Eintrittspforte, also es wird sehr gut aufgenommen, auch gerade unter der Zunge. Und wenn man das weiß, dann möchte man sich das eigentlich nicht mehr zuführen. Genau, also wer das einmal gehört hat ja, vielleicht schon sehr bewusst lebt, sehr gesund lebt und erkannt hat, also man geht jetzt in den Bioladen oder zum Bauern und holt sich da eben nach. Weißlich ja, biologisch angebautes Lebensmittel, der möchte natürlich auch nicht durch die Zahnpasta die Erfolge, die man durch eine gesündere Ernährung zum Beispiel herbeiführen kann, wiederum zum Teil deaktivieren. Ja? Vor allem, wir dürfen auch nicht vergessen, das, was ich am Anfang gesagt habe, unser Körper wird in Stress versetzt. Also unser Körper wird in Stress versetzt, wenn wir Substanzen zuführen, die er nicht kennt, die für ihn unnatürlich sind, für die er auch keine Abbauwege hat. Ja? Das bereitet unserem Körper Stress. Und wir dürfen immer wieder uns in Erinnerung rufen, wir leben in einer Welt, in der wir ganz vielen Dingen ausgesetzt sind. Also, viele Dinge können wir nicht verändern. Wir können nicht verändern, was durch die Luft fliegt. Ja? Wir können auch nicht verändern, was in den Böden landet, jetzt zum Beispiel in der Agrarwirtschaft. Ja? Wir haben vielleicht, ja, wenn wir politisch aktiv sind, vielleicht ein paar Einflussmöglichkeiten. Aber die einzige Möglichkeit, die wir haben, wirklich was zu verändern, ist bei uns selbst zu beginnen. Also das haben wir doch in der Hand. Also durch meine Kaufentscheidungen oder durch meine bewusste Wahl habe ich doch in der Hand, ob ich zu Hause noch mehr Substanzen oder mich noch mehr Substanzen aussetze, die meinen Körper belasten und vielleicht das Fass dann wirklich zum Überlaufen bringen. Ja? Und wenn wir da schon Dinge verändern, können wir den Körper entlasten. Was bedeutet das? Er ist weniger im Stressmodus und dann hat er wieder mehr Kapazität zum Reparieren und Regenerieren. Und das sehen wir auf der Zahnoberfläche. Ich meine, ich begleite jetzt schon wirklich eben seit 1992 Menschen und ich habe viele Dinge, die ich heute zum Beispiel auch in die Zahnpasten packe oder in Zahnpflegeprodukte packe, habe ich schon damals in der Praxis angepriesen. Und habe sehen können, wie sich die Dinge verändern. Also wie sich wirklich im Mund was verändert, wie sich das Mikrobiom im Mund, also wir haben ja nicht nur im Darm ein Mikrobiom, sondern wir haben auch im Mund ein Mikrobiom. Und da eben auch Sorge dafür zu tragen, dass sich die guten Bakterien, die wir ja brauchen, die wir wirklich brauchen, dass die sich wohlfühlen und ausbreiten und nicht durch antibakterielle Substanzen komplett en gros
rationalisiert werden. Ja? Dann haben wir nämlich auch ein Problem. Dann haben wir zwar vielleicht die Bösen weg, geschubst, ja, aber den Guten haben wir auch keine Chance zum Überleben gegeben. Und das bildet sich halt auch wieder ab. Und wenn wir da strategisch geschickte, schlaue Züge ziehen oder gehen, können wir wirklich etwas verändern. Und zwar nachhaltig verändern und langfristig verändern. Weil wir wollen ja nicht nur für eine kurze Zeit, ja, wenn wir, was weiß ich, ein Problem haben mit einem Zahn und sagen, oh, da hat eine Entmineralisierung, die will ich remineralisieren. Man macht das ja nicht für diesen Moment, sondern man macht das ja dann, man verändert sein Leben und dann wird wirklich auch sichtbar, dass man eine deutlich veränderte Mundgesundheit hat, ja, eine deutlich veränderte Farbe des Zahnfleisches. Also daran kann man schon auch immer sehen, ja, so wenn das Zahnfleisch sehr dunkelrot ist, sehr geschwollen ist, ja, oder auch leicht blutet bei Berührung oder auch beim Zahnseidefädeln, wenn es da blutet, da ist was nicht in Ordnung, da ist eine Entzündung drin, ja. Und das verändert sich, wenn wir holistisch im Mund etwas verändern. Und das bedeutet nicht, ich gehe jetzt an den einen Zahn, der akut was hat, sondern das Umfeld, in dem meine Zähne stehen, das ist nämlich der Speichel, das ist der Mundraum, das ist das Mikrobiom. Wenn wir das wieder in Richtung Norm, ja, schieben, wenn wir das unterstützen, wir werden es nicht mehr wie beim Urmenschen hinkriegen. Das ist eine Illusion, weil wir einfach zu vielen anderen Einflüssen ausgesetzt sind. Aber wir können es ein Stück weit positiv beeinflussen. Und auch nochmal, um die Verbindung zu Weston Price herzustellen, die ganzen Bilder, die wir gesehen haben, von den kräftigen, lebendigen Zähnen und Kiefern, die haben ja überhaupt keine künstlichen Substanzen als Zahnpflege verwendet. Wenn überhaupt natürliche Substanzen. Manchmal haben sie sich vielleicht auch gar nicht die Zähne geputzt, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber sie haben einfach ihre Kiefer und Zähne so gut genährt und auch ein so natürliches Leben geführt, dass die dann einfach so gesund waren. Auf jeden Fall. Also ich bin noch eine Anekdote aus meinem Leben. Ich bin in Ägypten geboren und groß geworden, ja. Und da gibt es eben auf dem Land auch die sogenannten, also die Bauern, die Felachen, und die leben auch sehr einfach. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber in den 60er Jahren war das so. Und die haben zum Beispiel sich die Zähne geputzt mit Zuckerrohr. Die haben Zuckerrohr gegessen oder gelutscht. Ja, und da entstehen ja diese Fasern. Und jetzt würde jeder sagen, oh Gott, Zucker. Wie kann man denn mit Zucker die Zähne putzen? Das geht ja gar nicht, da kriegt man doch Karies. Jetzt ist es aber so, dass in dem Zuckerrohr noch andere Mineralien und Vitamine enthalten sind. Das ist so ähnlich wie mit dem Miswak-Zweig, den kennen vielleicht auch eine, die man auch in Nordafrika zum Zähneputzen verwendet. Aber auch in Namibia gibt es den Toothbrush-Tree. Und eben gerade im Norden, in den Villages, da putzt man heute teilweise noch mit diesen Ästchen die Zähne. Ja? Und in diesen Ästen sind eben Mineralien, Silikate, Vitamine enthalten, die frei werden durch dieses drauf rumkauen oder eben damit reiben auf den Zähnen. Und da konnte man eben auch in Studien herausfinden, dass in dem Kontext der Zucker kein Problem dargestellt hat, weil in dem Kontext einfach durch die Fasern eine mechanische Reinigung stattgefunden hat und eben durch die Mineralien und Vitamine einfach das System so gestärkt wurde, dass die Kariesbakterien, die ja dann erst sozusagen die Säure bilden aus dem Zucker und den Zahn angreifen, keine Chance haben. Also es ist immer so, die Karies, die wir entwickeln, die entwickeln wir ja nicht, weil wir Zucker essen, sondern die entwickeln wir, weil wir Bakterien in unserem Mikrobiom haben, die den Zucker verstoffwechseln zu Säure. Das heißt, wenn wir so gesund leben oder das Mikrobiom wieder so rekonstruieren, dass wir die Kariesbakterien ausladen, dann können wir auch theoretisch Zucker essen, ja? Und dann bildet sich auch nicht so viel Belag auf unseren Zähnen. Dann verändert sich der Biofilm auf unseren Zähnen. Dann kriegen wir keinen Zahnstein auf unseren Zähnen. Also all das, was wir als normal ansehen, das ist ja das Endergebnis unserer unnatürlichen Lebensweise. Ja? Das heißt, die Naturvölker brauchten in dem Sinne auch gar keine Zahnpflege. Die brauchten auch keine Zahncreme. Ja?
Die haben dann mit Ästchen vielleicht mechanisch mal ein bisschen nachgeholfen, wenn Speisereste irgendwo dazwischen waren, aber auch durch diese perfekte Zahnstellung gab es halt auch nicht wirklich viel Ansatzmöglichkeiten, dass Speisereste irgendwo hängen bleiben konnten. Also das muss man sich wirklich ja, also vor Augen halten. Das, was wir heute als Zahnpflege machen müssen, das machen wir, weil wir ein unnatürliches Mikrobiom angezüchtet haben. Deshalb machen wir das. Würden wir natürlicher leben und wären die gar nicht da, dann müssten wir auch viele dieser Zahnpflegerituale gar nicht durchführen. Und du hast ja jetzt, also du hast ja schon viele Zahnpflegeprodukte entwickelt und ich glaube, eins deiner neuesten Produkte ist ja so ein, ihr nennt es medizinisches Zahncreme-Konzentrat. Und so wie ich das verstehe, ist das auch da die Idee dahinter, die Zähne oder den Mundraum, den ganzen Apparat auch mit Nährstoffen zu versorgen, zu füttern sozusagen. Ich habe gerade mal reingeschaut in die Zutaten. Also ihr habt zum Beispiel dabei Silizium, ihr habt dabei verschiedene Aminosäuren wie zum Beispiel Arginin, Mineralien wie Zink, dann noch sehr viele verschiedene ätherische Öle, die ja auch alle ihre Wirkungen im Mundraum entfalten. Und noch einige andere spannende Naturextrakte, wie zum Beispiel Magnolienrindenextrakt oder Theobromin ist, glaube ich, aus dem Kakao. Und die Idee dahinter ist einmal natürlich, es zu säubern, aber auch die Zähne und alles, was dazu gehört, zu füttern, oder? Kann man Ja, das so sagen? absolut. Also es sind, also erstmal nochmal ganz kurz zurück zum Anfang. Es heißt medizinisches Zahncreme-Konzentrat. Warum heißt es so? Weil wir ganz bewusst uns entschieden haben, hauptsächlich Wirkstoffe und nur minimalst Füllstoffe reinzugeben. Also ein Füllstoff ist zum Beispiel Wasser, weil man braucht Wasser, um zum Beispiel Pulver aufzulösen, ja, nur mal Ja. um es zu erklären. Also es ist ein Wirkstoffkonzentrat und nutzt eben verschiedene Wirkstoffe, die auch noch synergistisch wirken. Und ich sage dazu immer, es ist echt eine Wirkstoffbombe und es ist ein Therapeutikum. Es ist nicht vergleichbar mit einer Zahnpasta, die dazu genutzt wird, dass ich mir die Zähne nur putze, sondern es ist ein Konzentrat, das einerseits natürlich auch putzt, aber andererseits Wirkstoffe an den Ort des Geschehens bringt, um eine Veränderung herbeizuführen. Man kann es durchaus auch wie eine Salbe verwenden, wenn man zum Beispiel eine Entzündung hat oder eine Entmineralisierung an einem Zahn, zum Beispiel auch MIH-Patienten mit dieser neuen Diagnose, ne? Kreidezähne, die können zum Beispiel das wie eine Salbe auch abends vor dem Schlafengehen auftragen oder in eine Schiene geben, die Schiene einsetzen und dann sozusagen über Nacht mineralisieren. Das kann man alles damit machen. Deshalb ist fast schon, also wenn man das vergleicht mit der Zahnpasta, schon fast eine Beleidigung für dieses Produkt. Das erklärt auch den etwas höheren Preis im Vergleich zu einer Zahnpasta. Also das will ich hier gleich nur sagen. Es hat einen höheren Preis, aber eine Tube hält auch 4 Monate. Ja, Ja, also also ich habe es auch schon getestet und ich, zumindest bei mir, ich brauche nur ganz kleine ganz. Mengen, weil da ist auch allein durch die ätherischen Öle, ich habe das Gefühl, die sind relativ hoch konzentriert. Da ist so eine Power dahinter, dass man nur relativ kleine Mengen braucht. Genau. Also es ist so, dass wir eben den Geschmack, der so ein bisschen kräuterig ist, ne, das war so unser Ziel, frisch und kräuterhaltiger Geschmack, der ist durch die ätherischen Öle entstanden. Also nicht durch Aromen, die auch sehr häufig verwendet werden. Künstliche Aromen sind oft in Kinderzahnpasten auch drin, damit es so schön fruchtig nach Erdbeer schmeckt. Ist alles künstlich, ja. Also das ist nicht ein Naturprodukt und das darf man immer wieder auch, gerade wenn es um Kinder geht, immer wieder hinterfragen, will ich das? Will ich das meinen Kindern auf diese feinen kleinen Zähnchen, die noch gar nicht richtig durchmineralisiert sind, weil das ist auch ein wichtiger Aspekt, wissen viele Menschen nicht, dass Zähne, die in die Mundhöhle eintreten, auch Weisheitszähne, die ja dann in einem höheren Alter, nicht im Kinderalter durchkommen,
aussehen wie Zähne, aber wenn wir es unter dem Elektronenmikroskop uns angucken würden, das Kristallgitter noch nicht komplett mineralisiert ist. Und das passiert immer nur im Austausch mit dem Speichel. Also der Speichel ist ja sozusagen auch Mineraliendonator, ja, aus dem heraus remineralisiert wird im besten Falle, wenn wir nicht im Stress sind. Und wenn wir, jetzt habe ich den Faden verloren. Wenn wir remineralisiert, hast du davor gesagt, Ja. aber du kannst einfach nochmal neu ansetzen. Also Ich habe jetzt vergessen, in welche Richtung ich gehen wollte. dann trete den Weg nochmal neu an einfach. Du wirst schon wieder auf die richtige Straße finden. Ich kann auch einfach noch was dazu sagen. Also was ich auch spannend finde, ist, dass ihr auch Zutaten aus biologischem Anbau verwendet, die tierversuchsfrei sind und nochmal ganz klar, dass kein Fluorid, kein Titandioxid, kein Aluminium, keine Konservierungsmittel, keine Parabene, Aromen, Farbstoffe, künstliche Süßstoffe, Mikroplastik oder auch Natriumlauryl-Sulfat enthalten sind. Genau. Und da möchte ich auch nochmal gerade einsteigen beim ohne Fluorid. Ne? Also in so einem Wirkstoffkomplex, den wir hier anbieten, müssen wir natürlich auch Dinge drin haben, die in der Lage sind, wirklich potent zu remineralisieren. Und wir sind auch mit diesem Produkt in Zahnarztpraxen. Also das ist jetzt nicht nur ein Produkt, was für den bewussten Patienten ist, der sagt, ich will was verändern. Ne? Sondern es gibt auch Zahnärzte, die sagen, wow, darauf habe ich nur gewartet, ich brauche sowas. Ja? Also es gibt ja immer mehr Zahnarztpraxen, die auch zum Beispiel eine biologische Zahnreinigung anbieten und die auch Patienten haben, die sagen, ich möchte kein Fluorid. Ja, aber welche Alternative habe ich denn dann zu remineralisieren, also wirklich mit Power zu remineralisieren, studienbasiert? Also das ist jetzt nicht unsere Idee und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, ich habe mit einem Team entwickelt, wo wirklich, wirklich schlaue Köpfe drin sind. Also ich als Zahnärztin, dann eine Pharmazeutin ist drin und eine Biochemikerin und eine Chemikerin und ein Medizintechniker. Also wir haben wirklich unsere Kompetenz zusammengeworfen und ich alleine hätte das so gar nicht entwickeln können und die alleine ohne mich wahrscheinlich auch nicht. Also wir sind wirklich das perfekte Team, um so etwas überhaupt auf den Weg bringen zu können. Ja, das Know-how ist da wirklich geballt gewesen. Und insofern ist es auch etwas, was Zahnärzte wirklich wertschätzen, die das jetzt also schon teilweise ausprobiert haben in ihren Praxen und an den Patienten. Aber wie gesagt, womit remineralisiert man denn dann? Man remineralisiert in diesem Zahncremekonzentrat mit Theobromin. Theobromin, hast du eben schon gesagt, ist aus dem Rohkakao extrahiert. Ja? Man kann natürlich Rohkakao zu sich nehmen. Das ist das, was ich zum Beispiel in vorherigen Produkten oder in einem vorherigen Produkt in einem Zahnpulver realisiert habe. Aber das ist natürlich eine ganz andere Konzentration. Wir sprechen hier wirklich von einem therapeutischen Ansatz und das andere ist eher so ein präventiver Ansatz. Ja? Also wenn wir wirklich etwas akut verändern wollen, dann brauchen wir Power. Und hier haben wir das Theobromin in einer höheren Konzentration enthalten. Und Theobromin ist seit 2003 laufen Studien weltweit. Vor allem in Japan und in den USA hat man ganze Forscherteam ans Theobromin gesetzt in Bezug auf Karies, Remineralisation. Und da gab es einen Professor, den ich gehört habe, der hat gesagt, seitdem wir jetzt wissen, dass Theobromin das bessere Fluorid ist, also es remineralisiert in den Studien mindestens so gut wie Fluorid und in manchen besser als Fluorid. Und der sagte, seitdem wir wissen, dass es besser remineralisiert als Fluorid, wird es in der Zukunft nur noch, und der war aus dem englischsprachigen Raum, Chocolate Toothpastes geben, also Schokoladenzahnpasta. Wir haben keine Schokoladenzahnpasta. Woran das wohl liegt, das kann sich jeder selber überlegen. Aber ich lasse mich davon nicht abhalten, genau das in Produkte reinzugeben, damit wir wirklich mal einen Weg finden, der dann parallel zum Fluoridangebot läuft. Ja, und mindestens genauso gut ist, wenn nicht sogar besser. Und wenn wir dann noch Synergien haben mit anderen stark remineralisierenden Substanzen, wie zum Beispiel dem Strontium, da gibt es auch Studien, wo Trinkwasser, was strontiumhaltig ist,
oder die Menschen, die dieses Trinkwasser zu sich genommen haben, nachuntersucht wurden und verglichen wurden mit anderen Regionen, wo eben kein Strontium im Wasser ist. Da hat man festgestellt, je mehr Strontium im Wasser, umso weniger Karies. Also da gibt es eine direkte Korrelation. Also das ist zum Beispiel auch ein Push sozusagen für die Remineralisation. Dann haben wir Hydroxyapatit. Und Hydroxyapatit. vielleicht noch ein kleiner Hinweis für die Alteingesessenen. Das ist wahrscheinlich dann eine ganz andere Strontiumverbindung als die, die eventuell vom Himmel Ja, ganz, herabregnet. also und auch eine andere Verbindung als das radioaktive Strontium. Also Genau. das ist auch ganz wichtig. Also natürlich verwenden wir kein radioaktives Strontium in unserer Zahnpasta. Und man muss einfach wissen, es ist ein Element, was natürlich in der Natur vorkommt. Und Elemente gibt es auch immer radioaktiv. Also zum Beispiel denken wir mal ans Jod. Ja? Das gibt es auch radioaktiv. Ne? In der Radiodiagnostik, also Röntgendiagnostik wird es verwendet. In der Krebstherapie wird es auch teilweise angewandt und da würde jetzt niemand auf die Idee kommen und sagen, oh, ich nehme meine Jodtabletten nicht mehr, die sind radioaktiv. Ja, also das muss man immer auch differenzieren. Deshalb ist auch wichtig, dass man drüber redet. Ja, also genau. Dann haben wir drin das Hydroxyapatit. Das ist der Hauptbestandteil des Zahnschmelzes. Hydroxyapatit, ja, benutzt man schon lange in der Zahnheilkunde, vor allem auch ja in ja, in Therapien in der Praxis. Hydroxyapatit kann kleinste Risse reparieren. Also das lagert sich sozusagen in Risse auf unserer Zahnoberfläche ein und heilt die sozusagen. Ist wie so eine Kittsubstanz. Und dadurch kriegen wir auch, wenn wir das langfristig verwenden, eine hellere Zahnfarbe. Also Menschen, die diese Zahncreme verwenden, kommen dann und sagen, oh, meine Zähne sind heller geworden. Woran liegt denn das? Das liegt dann eben an dem Hydroxyapatit, ja. Und die Zahnsubstanz wird stärker sozusagen. Das lagert sich auch in die Dentintubuli ein, wenn wir empfindliche Zahnhälse haben. Strontium macht das übrigens auch. Also wir kriegen eine Desensibilisierung, wenn wir eben auf heiß und kalt reagieren an den Zahnhälsen. Gerade bei Parodontalpatienten extrem wichtig. Dann haben wir L-Arginin drin, ne? Du sagtest schon, eine Aminosäure und Arginin wird von den Kariesbakterien sozusagen auch verstoffwechselt und daraus entsteht praktisch dann entstehen Substanzen, die den pH-Wert basisch machen. Also dadurch wird der pH-Wert neutralisiert und du, also wir haben eben drüber gesprochen, ne? Erinnerst dich, wenn der pH-Wert im Speichel basisch ist, dann kann remineralisiert werden. Also wenn wir einen sauren pH-Wert haben, den wir übrigens auch im Stress generieren, also Stress macht auch sauer, dann können wir nicht so gut reparieren. Ja, also wir müssen den pH-Wert immer wieder auch anpassen. Das machen wir zum Beispiel auch mit dem Xylit, was hier drin ist. Xylit macht den pH-Wert auch basisch, aber es bekämpft eben spezifisch die Kariesbakterien, die wir eben nicht brauchen, die werden durch Xylit zum Platzen gebracht. Also die werden nicht durch eine Chemikalie zerstört oder durch ein antibiotisch wirksames Produkt, sondern die werden durch die Erhöhung des osmotischen Drucks zum Platzen gebracht. Warum? Die Kariesbakterien haben das Enzym nicht, um Xylit zu verstoffwechseln. Die reichern dann das Xylit an. Die denken, das ist Zucker, nehmen das Xylit auf. Das können sie nicht verstoffwechseln und werden dicker, dicker, dicker und platzen irgendwann. Und wenn wir das regelmäßig anbieten, dann können wir wirklich auch im Speichel nachweisen, dass die Kariesbakterienzahl zurückgeht. Was heißt das? Wenn die Kariesbakterienzahl weniger wird, können sich Punkt A, die besseren Bakterien wieder ansiedeln. Also die guten Bakterien, die wir brauchen für unser Mikrobiom. Aber auch wenn wir wenig Kariesbakterien haben, dann haben wir weniger Beläge, ja? Wir haben weniger Kariesanfälligkeit, ja? Der pH-Wert bleibt stabiler, also das ist natürlich sehr, sehr positiv. Und dann haben wir eben das Magnolienextrakt, das ist auch interessant, weil das eben auch eine natürliche antibakterielle Wirkung hat, aber eben nicht so aggressiv wie jetzt zum Beispiel Triclosan oder CHX, was deutlich mehr Nebenwirkungen hat. Und das hat aber auch noch einen positiven Einfluss aufs Mikrobiom, ja. Also, dass sich eben auch die guten Bakterien wieder wohlfühlen, ja.
Genau, was gibt es noch zu sagen? Was haben wir noch drin? Zink, Zink, ne? genau. Entzündungshemmend auch, ist ganz wichtig. Und dann noch ganz viele verschiedene ätherische Öle. Ich glaube, das würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, auf dass Ja, du auf alle genau. eingehst, aber Also was ich hatte. vielleicht noch wichtig ist, Nelkenöl haben wir drin, das eben auch Ja. schmerzlindernd ist. Also auch fürs Zahnfleisch ist diese Mischung eben sehr, sehr positiv. Also ich höre auch immer wieder von Menschen, dass sie sagen, hey, ich habe jahrelang Parodontitis gehabt, war immer zu PA-OPs und Kuretagen. Es hat nie aufgehört zu bluten. Und ich nehme die Zahnpasta und es hat nach 2, 3 Wochen aufgehört zu bluten. Also Super. das sind schöne Feedbacks. Ich meine, das steht jetzt nicht repräsentativ, das ist auch Ja. keine Studie. Also da will ich auch irgendwie, ne, jetzt nicht erzählen, das ist so, sondern einfach nur das jetzt mal erwähnt haben. Ich sage halt immer, probiert es selber aus und wenn ihr den Unterschied feststellt, dann brauche ich gar nicht so viel reden, weil das Produkt überzeugt dann von sich selber und ich muss nicht so viel erklären. Ja, und noch zu den ätherischen Ölen kann ich ja noch sagen, es ist noch drin Eukalyptusöl, Limettenöl, Thymianöl und dann noch weitere Ölverbindungen, wie zum Beispiel Eugenol ist ja, glaube ich, aus der Eugenol ist Nelke, oder? aus der Nelke, genau. Und Genau. das ist auch ein Klassiker in den Zahnarztpraxen. Viele zahnärztliche Medikamente oder auch Füllpasten für Wurzelkanäle zum Beispiel sind mit Nelkenöl, also mit Eugenol. Also ist schon lange, lange Zeit in den Zahnarztpraxen bekannt als ein natürlicher Wirkstoff. Okay. Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir erstmal das Wichtigste besprochen, oder? Ja, wenn In du das sagst. fast Spielfilmlängen. Ne? Wir können noch in anderen Gesprächen noch ein bisschen tiefer in verschiedene Themen eintauchen. Ja. Ja, ich habe ganz vergessen zu sagen, dass ich schon seit einigen Jahren deine Zahnprodukte natürlich nehme, verschiedenste. Und ja, ich komme damit sehr gut zurecht und habe da ein sehr gutes Gefühl. Und das neue teste ich jetzt erst seit ein paar Tagen, weil ich erst, ja, vorher hatte ich das noch nicht so richtig auf dem Schirm, aber da kann ich dann auch nochmal ein Feedback dazu geben. Ich habe auch das Gefühl, dass es wirklich, also dass der Name Konzentrat nicht ohne Grund gewählt ist, sondern dass es da wirklich ziemlich viel Power drin steckt. Und genau, ansonsten alle weiteren Infos zu dir und zu deinen Kanälen packe ich in die Videobeschreibung. Und ja. Willst du noch ein Schlusswort an die Zuhörer und Zuschauer richten? Also, ich freue mich immer, wenn der ein oder andere hier vielleicht so eine Inspiration mitnimmt und sei es nur, wenn er mitgenommen hat, mehr Entspannungsphasen in sein Leben zu implementieren, weil letztendlich, wir reden hier über Zähne, aber es hat ja, wenn wir alles holistisch betrachten, immer etwas mit dem großen Ganzen zu tun. Auch unsere Allgemeingesundheit profitiert dadurch. Und wenn wir eben die Toxinbelastung im Mund auch reduzieren, zum Beispiel durch die Wahl natürlicherer Produkte. Übrigens, das Zahnkonzentrat kann man auch runterschlucken, also auch für Kinder, also nur als Info. Dann entlastet man den Körper und gibt wieder den Raum frei für mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Und ich denke, wenn wir so in die Zukunft gehen und immer mehr für uns einstehen und Verantwortung übernehmen, dann können wir da schon was Gutes draus machen. Auf jeden Fall. Und also vielen Dank für die ganzen Informationen und deine ja, Aufklärungsarbeit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.